Das haben wir uns von dem Urs geklaut, die Thunfischballs, Tuna Balls. Also, 5 Minuten, Johanny Banani, irgendwelche letzten Worte? Ich werde dich jetzt richtig fertig machen, auf jeden Fall. Welcome back zurück auf dem Beauty and Beast YouTube-Kanal. Heute in ganz ungewohnter Location, ungewohntem Outfit. Neben mir natürlich mein Beast. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute was ganz Besonderes für euch. Nämlich machen wir heute eine kleine Küchenschlacht. Die Joey und ich, wir haben uns überlegt, dass wir uns mal battlen und schauen, wer die besseren Cooking Skills hat. Yes, und wir starten jetzt mit einem Rezept. Das haben wir uns von dem Urs geklaut. Und zwar sind es die Thunfischballs, Tuna Balls. Ihr habt die schon mal ein paar Mal gesehen. International sind die ja sehr begehrt, die Tuna Balls. Die waren schon in Spanien, auf dem Festland, auf Teneriffa. Also die sind schon echt um die Welt gekommen. Und ja, die sind dann auch für euch ein Tipp, weil es geil ist zum Mitnehmen für Meal Prep. Und jetzt schauen wir aber mal, wer das am besten hinkriegt. Leute? Die Regeln sind ganz einfach. Jeder von uns macht jetzt Tuna Balls. Damit wir das ein bisschen verschärfen, weil wir das ja schon ein paar Mal gemacht haben, das Rezept, machen wir das so, dass wir quasi nach Augenmaß das Rezept machen müssen. Also wir haben keine Waage mit am Start und wir haben den Timer, den stellen wir auf 5 Minuten. Und danach haben wir eine fachkundige Jury und vor allem eine sehr neutrale Jury, die dann entscheidet, welche Tuna Balls der Gewinner sind. Also, 5 Minuten, Johanny Banani, irgendwelche letzten Worte? Ich werde dich jetzt richtig fertig machen, auf jeden Fall. Lukas hat die schon viel öfters gemacht wie ich und trotzdem werden die von mir besser werden. Also, 5 Minutes, wir starten den Countdown, let's go. Let's go. Also, Leute, wir haben Thunfisch aus dem eigenen Saft. Und ich liege schon ziemlich weit vorne, sehe ich gerade. Verdammt, mein Thunfisch kommt nicht raus. Denkt er. Nehme ich jetzt einfach alle Haferflocken, dann hat er keine mehr. Ah, nicht so viel, nicht so viel. Also, das Rezept ist ganz easy. Wir brauchen ganz wenige Zutaten nur. Thunfisch, Haferflocken. Boah, das ist schwer. Jetzt könnte man, schwer ohne Wagen. Also, an der Stelle könnte man meinen, das wird echt Hundefutter. Weil das riecht auch echt ein bisschen so. Oder Katzenfutter. Kräuterlinge, Leute, richtig geil. Könnte sein, dass ich es versalze. Noch 30 Sekunden weg. Also, wir brauchen nicht viele Zutaten dabei, sondern nur Thunfisch, Eier oder Eiklar, Haferflocken und ein paar Gewürze. Das ist schon alles an Zutaten. Also, das ist wirklich für die Leute, die jetzt gerade mit zugucken, auch in der Bodybuilding Prep. Deshalb ja auch vom Urs, der hat es ja jetzt sogar vor seinen Wettkämpfen immer gemacht von seiner Freundin, die Alice hat es für ihn zubereitet und er hat es immer überall mit hingenommen. Also es ist wirklich perfekt, eben auch prep-tauglich. Aber Leute, es ist nicht entscheidend, wer als erstes fertig ist. Nur die müssen halt fertig werden in 5 Minuten. Wie viele Minuten haben wir noch? Oh, 2 Minuten 15 noch. Also falls ihr euch fragt, wie heiß die Pfanne sein muss. Die Pfanne braucht schon ein bisschen gute Temperatur, darf nicht too low sein. Bleibt noch 1 Minute 20. Uiuiuiui. Echt sportlich. Wir labern zu viel. Also das Auge ist bekanntlich auch mit. Leute? Okay, also deine sehen schon auch gut aus. Einigen wir uns drauf, dass wir noch 1 Minute on top gehen? Ja, einigen wir uns drauf. Ja, Mann. Aber es muss ja auch ein bisschen spannend sein, ne? Ja. Boah, fuck, die werden richtig schön goldbraun. Und weil ja Thunfisch auch irgendwie was Italienisches ist, kommen am Schluss noch ein paar italienische Kräuter drauf. Und weil meine Jury bestimmt auch italienische Kräuter mag. Wir müssen nochmal. Wir können keine unfertigen Tuna Balls hier präsentieren. Also ein bisschen länger, Leute, wie 5 Minuten müsst ihr einplanen. Ich glaube, wir machen gar keinen Timer. Ja, wir sind ja eigentlich jetzt quasi fast. Bei dir sind fast. Bei dir ist schon auch echt die Pfanne ist ein bisschen. Die ist, ja, die ist ein bisschen so langsamer, das ist so. Nicht so ich brauche mal ein bisschen länger. Uff, ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute. Ich auch. Vielleicht hast du es voll verwürzt, könnte ich mir vorstellen. Nein, auf keinen Fall. Also und jetzt schon an der Stelle, Leute, wisst ihr, was geil ist? Tuna Balls mit
Light Ketchup. Das ist der aus dem Lidl, gibt es aber auch von Heinz mit fast keinem Zucker, also ganz wenig. Das schmeckt so krank und es schmeckt nicht nach Thunfisch. Schmeckt irgendwie nach, als wäre es irgendwie so ein richtiger Burger-Patty halt. Vor irgendwas nicht verbrannt. Das sind deine. Oh, ja, oh yes, 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 jetzt sind wir auf einem guten Weg hier. Leute, schreibt an der Stelle mal in die Kommentare, wenn ihr diese Balls schon mal ausprobiert habt oder es jetzt tut. Und bitte auch, wie lange ihr gebraucht habt und wie sie euch taugen. Das sieht schon ziemlich professionell aus, wie der das macht, ey. Naja. Mal dein Herz mal. Das wird mitbewertet, ich bin ne? Ready, Versuch Nummer 1 ist am Start. Ich zeige euch das mal. Bei mir auch gleich, Leute. Oh, Beb. Das geht in die Hose für dich. Für mich? Ja. Der Tim mag ein bisschen salzig. In der Jury, der kriegt ein bisschen Salz. So, gleich. Wahrscheinlich sind wir bei 10 Minuten oder so. Aber Leute, also 10 Minuten, und ihr müsst euch ja mal vorstellen, wenn ihr eine größere Pfanne nehmt, ihr habt in 10 Minuten, das könnt ihr euch ja mehrfach über den Tag preppen. Das sind so perverse gute Werte. Wenn ihr eben Fett sparen wollt, dann lasst ihr halt das Eigelb raus. Dementsprechend nur Protein, Kohlenhydrate, ultra clean. Und es geht dann echt schnell. Einmal so eine Masse machen, ready ist es. Ich denke, es zählt schon auch, wie satt die Leute werden. Nein. Das zählt nicht. Die haben ja schon bestimmt was gegessen heute. Auge ist mit. So, jetzt geht's ans Testen. Wir haben Mary, Tim und die Kathi auch. Nur die Kathi traut sich nicht auf Video. Also, ja, ihr wisst jetzt, wer was gekocht hat, aber probiert es halt so objektiv wie möglich zu bewerten. Und wichtig, ja. Tim, deiner ist der hier, den ich für dich gemacht habe. Ey, ist das objektiv, Leute? Ich sag nur, welchen er probieren darf. Okay, also, let's go. Okay. Wir fangen mal optisch an. Ne? Also optisch. Also er hat ja die Idee gehabt mit dem Basilikum, aber Johanna hat das ja besser umgesetzt mit dem Ketchup oben drüber. Wobei ich finde, dass das Basilikum hier schöner aussieht. Das also stimmt, hier ist es so gematscht. Aber hier der sieht Ketchup sehr verloren sehr hässlich aus. Ja. Und das hier triggert mich auch. Also ich muss aber zu dem Ketchup sagen, ich wollte ein Herz mit Ketchup drauf machen, das ist nur verlaufen. Boah, weiß ich jetzt nicht. Dementsprechend optisch sind die hierzu, aber was natürlich zählt, ist der Geschmack. Ja. Und deswegen, du fängst hier an, ich fange hier an, ne? Alright, okay, das war deiner, glaube ich. Dann nehme ich. Frage ist, ob das so abgeht. Also, ich habe die noch nie gegessen. Ich wollte auch sagen, okay. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Okay, dann. Let go. Ja. Wow. Ja, wie eine Frikadelle, ne? Übelst geil. Naja. Mhm. Boah, krass. Ja. Also das hier ist leicht so, mir fast ein bisschen zu schwarz. Schmeckt wie eine Rinderfrikadelle. Also auch von der Konsistenz. Übelst nice. Könnte ein bisschen mehr gewürzt sein. Ja. Und es ist schon sehr Röstaroma-mäßig. Also schon sehr black. Sehr geil. Es hat diese Thunfischnote am Ende, aber nicht diese intensive Thunfischnote, sondern ganz leicht. Mhm. Könnte ein bisschen mehr Salz. Sollen wir schon tauschen, probieren? Lass mal tauschen. Okay. Ich neutralisiere mal Geschmack. Ich will jetzt hier mal meine. Ja, neutralisieren einmal mit Wasser, Tim. Ja, genau. Prost. Eigentlich trinken sie die ganze Zeit Bier, aber jetzt fürs Video. Ja, fürs Video muss. Einmal. Ja. Ausnahmsweise. Because help. Eric Electric. Heute kein Witz. Also. Bier. Next try. So, jetzt wird's ernst, Leute. Okay. Gut. Also, guck mal. Also, die zerfällt mir schon direkt. Ich war auch. Das ist, weil das so lange gedauert hat, Tim, die war vorhin. Aber hier war auch. Das war, glaube ich, weiß ich nicht. So. Ich dachte ja, das ist ja von Johanna, dass es sehr scharf sein wird. Das ist intensiver. Also die Thunfischnote kommt hier mehr raus. Genau. Was negativ zu bewerten ist. Nein! Was ich gut finde, ist, dass es oben noch knuspriger ist. Das heißt, man hat mehr diese Crunchiness. Ich stehe auf Fatih. Aber ich mag das nicht, dass das so auseinanderfällt. Ich probiere zum Beispiel mal hier, da auch das hält so auseinander, wenn ich mir das vorstelle, ich bin im Flugzeug und habe die in der Hand und dann zerfällt mir in der, auseinander. Das ist dann einfach
nicht so optimal. Du kannst eine Gabel mitnehmen ins Flugzeug. Nein, ja, das ist ja nicht, nicht schlecht. Gabeln. Nur sie sind nicht gut. Das spart. Also ich mag es hier auch lieber, dass es nicht so stark verbrannt schmeckt, muss ich sagen. Und ich persönlich tendiere auch vom Aussehen zu dem hier. Also ich habe meine Entscheidung schon. Wie ist also bei dir? Optisch, konsistenztechnisch und tatsächlich Geschmack. Auch wenn Lukas Trendsetter war, von der Grundidee, muss ich zu Johannas tendieren. Ich finde das hier auch. Aber deine sind nicht schlecht. Ich esse sie auch. Der ist mir zu verbrannt und leider dieser komische Fleck hier und das hier. Hey, das war gut gemein mit deinem Herz. Oh, aber also du bist vielleicht hast du der Gewinner der Liebe, der Herzen. Aber der Gewinner, wie es schmeckt und wie praktisch es ist, muss ich dir leider sagen heute. Echt nice, ne? That's my, das ist wirklich so, Johannes. Runde Nummer 1 geht an dich. Ja, it is like it is. Wir verlieren ehrenhaft, Leute. Und die nächste Runde. Darauf erstmal. Peters. Wahrscheinlich. Du wahrscheinlich. So, Runde Nummer 2, Leute, nachdem Runde Nummer 1 eindeutig an die Miss Johanny Banani ging, das muss ich so sagen. Runde Nummer 2, was machen wir denn? Wir machen einen richtig geilen Protein-Pancake, auch im Bodybuilding-Style, diätgerecht, proteinreich, sättigend. Quasi unser Frühstück, diesmal ohne Zeitlimit, weil das mit dem Zeitlimit davor ein bisschen in die Hose gegangen ist, aber wir fangen an. Let's go. So, Leute, let's go. An der Stelle, Leute, geilstes Whey-Protein für Pancakes, Porridge. Schmeckt so natürlich. ZNT Nutrition hat es echt geschafft, beim Whey-Protein als auch bei den EAAs einfach einen mega natürlichen Geschmack zu kreieren. Bin ich echt sehr happy. Das ist jetzt Vanille. Es gibt Milk Chocolate noch und Cinnamon Cookie. Also wenn ihr es noch nicht probiert habt, echt absolute Empfehlung. Gibt es bei uns im Online-Shop. So. Hier, du darfst dir dann auch noch einen einnehmen. Ich habe überlegt, wie vanillig die Jury das wohl mag. Und besonders wichtig, wenn ihr Pancakes macht, damit die schön fluffig werden, immer einen kleinen Schluck Sprudelwasser mit dazu. Und ein bisschen Salz, besserer Pump für euer Training dann danach. Und ihr könnt hier Mandelmilch nehmen, ihr könnt aber auch einfach Wasser nehmen. Babe, ich bin so nett und mach dir deine Pfanne an. Dankeschön, ich bin so nett und gebe dir den Mixer. Empfehlung fürs Fett, für die Pfanne, also am besten nehmt ihr eine beschichtete Pfanne und am besten einfach Kokosfett. Das schmeckt auch nochmal zusätzlich richtig geil, finde ich. Und dann klebt es nicht an. Au, au, au. Trick 17, Leute, Deckel drauf, ne? Ich glaube, ich schmecke nicht. Scheiße, dass der abgucken kann, ne? Der schmeckt nicht mit Deckel. Und was auch wichtig ist, dass der Koch immer mal probiert. Und? Sieht schlecht aus. Also steht ja 1-0 für mich, müssen wir nochmal vielleicht gerade erwähnen. Also ich habe mir überlegt für meine Strategie, ich mache das so, wie ich mein Frühstück so mehr oder weniger mache. Lukas, sein Frühstückspancake, der macht das komplett anders wie ich. Deshalb, also ich könnte nicht für ihn Meal Prep machen, oder beim Frühstück zumindest nicht, und er nicht für mich. Das ist wirklich schwierig. Ich traue mich jetzt den gar nicht so zu machen, wie ich den immer mache, weil wahrscheinlich schmeckt der das Jury nicht. Aber jetzt machen wir es einfach mal so. Willst du sagen, was du anders machst? Na, ich drehe ja zum Beispiel meinen Pancake gar nicht um. Genau. Bei mir bleibt der ja immer nur auf einer Seite. Und der bleibt so fast ein bisschen matschig in der Mitte. Ne? Aber gut, jetzt probieren wir das einfach mal. Leute, an der Stelle eine andere Frage. Schreibt mal in die Kommentare, wem die Mütze besser steht. Lukas' Ohren sind einfach zu groß gewesen, die haben nicht mehr in die Mütze gepasst. Aber wir haben es auch probiert, dass ich die Mütze über die Ohren mache und es hat auch nicht gut ausgesehen, also egal wie. Jetzt muss ich ja tatsächlich zugeben, dass das jetzt gerade eben sieht schon richtig geil aus bei dir, ne? Was ist bei dir los? Oh. Das dauert noch ein bisschen. Nicht gut. Naja. Nicht gut. Hast du dir schon überlegt, welche Bären-Topping du machst? Natürlich habe ich das, aber ich werde es nicht verraten. Also das Ding ist, wir kennen ja die Jury, ne? Ja. Und da ist eine dabei. Du kennst die Geschmäcker von der Jury. Du wusstest, dass einer mehr Salz mag. Ja, das stimmt. Wusste ich nicht. Immer, also Leute, das ist schon eine Kunst, dass der nicht anbrennt, aber dass er goldbraun wird und dass man den wenden kann. Oder man wendet ihn einfach nicht. Was wir vielleicht nicht machen, ist jetzt hier
mit der Pfanne. Weil das könnte echt schief gehen. Wir haben ja nur einen Versuch hier. Ach, probier's doch mal. Jetzt das hat doch vorhin perfekt. Auch gut geklappt. Das ist das Ding. Jetzt ist er perfekt, aber das ist genau das, was ich meine. Der ist goldbraun jetzt, aber wenn ich ihn jetzt drehe, fällt er auseinander. Also, irgendwie funktioniert es bei meinem Frühstück besser. Jetzt muss da ein bisschen Liebe drauf. Uiuiui. Küche dreckig machen. Das ist aber, gibt extra Punkte ab. Aber Leute, gerade noch so, sonst wäre er echt zu dunkel geworden. Sehr gespannt, es sind sehr unterschiedliche Pancakes. Das ist wie abgeguckt von meinem Ketchup bei der Frikadelle. Gell? Nein, das mache ich auch daheim so. Okay. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus meinem Pancake. So, ist die Lage bei dir? Ja, ganz kurz noch. Johanny Banani. Das war eine gute Portion bei mir. Also ich kann dir ja schon mal zeigen, so sieht mein Kunstwerk hier aus. Oh nee, ich denke, der wird auch gut schmecken. Und was denkst du? Meiner wird richtig warm dann noch sein. Aber deiner schaut zumindest auch nicht schön aus. Das kommt gleich. Der ist ja total zerrissen in der Mitte. Kann auch zu viel machen, weißt du? Oft ist weniger mehr, meinst du? Ja, glaub schon. Eine Wiener Jury ist die selber so eine richtig kleine Beere. Die liebt Bären auf jeden Fall. Das hast du schon recht, vielleicht echt zu viel. Das ist auch viel zu viel. Zimt, Leute, weil Zimt ist einfach immer geiler mit Zimt alles. Und für alle, die jetzt gerade in der Prep oder der Diät sind, Zimt ist einfach appetitzügelnd. Joy Kitchen Skills, ihr wisst Bescheid. Stellt euch jetzt vor auf so einen Drehteller. Okay. Dann kommen wir mal zur Juryverkostung. So Leute, jetzt wird ernst. Die Jury testet. Schauen wir erstmal das Ergebnis an. Ihr dürft mal raten, welches mein Pancake ist und welcher der von der Johanna. Okay, ja, also, was witzig. Sagt ihr denn? Was ist dein erster Eindruck? Aber optisch spricht mich sofort der von der Johanna an. Same, ja. Der von Lukas. Warum sieht aus wie so ein. Und das hier hätte man noch schön. Mary, kannst du kannst mal in die Pfanne reinschauen. In der Pfanne ist noch eine kleine Überraschung. Gesundheit. Aus gesundheitlichen Aspekten. Die richtigen Röstaromen haben wir hier auch am Start. Aber ich weiß nicht. Also an sich fand ich die Idee voll geil mit dem nicht nochmal wenden, weil ich mag das, wenn es oben noch so weich ist. Aber vom Aussehen allein schon muss ich sagen, okay, first point geht auf jeden Fall an den. Okay, jetzt müsst ihr aber auch muss halt auch schmecken, ne? Ich war also, 5 Minuten früher fertig, also zwei Stunden, wenn ihr am Verhungern seid. Dann würde man natürlich trotzdem den nehmen, auch wenn der scheiße aussieht. Weiter geht's mit der Bärenwahl, also auch da spricht mich Johanna mehr an, weil Blaubeeren sind ja nicht nur süß, sondern sind sehr säuerlich und dann hat er nur hier diese Säure und Johanna hat dann noch die süßen Himbeeren dabei, finde ich sehr gut. Auch die Mousse-Wahl finde ich gut, von der Menge her sieht es erstmal gleich aus und das Streuverhalten finde ich auch sehr gut. Wobei hier nur in der Mitte ist, ne? Und hier ist schön verteilt. Ja, ja, genau, das ist definitiv das mag besser. Ich hier mehr. Ja, genau. Aber wie gesagt, das sieht sehr pappig aus. Das sieht das hier. Hier ist übrigens aber auch, ich weiß nicht, ob ihr gleich viel benutzt habt, aber der sieht nach deutlich mehr Masse aus. Schau ich was für ein Spiel. Deine Diät gedacht, Tim? Heute ist Sonntag. Spaß. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Probieren wir, willst du uns sagen, nehme ich einfach den hier zuerst. Okay. Also hier merkt man schon, es klebt auf jeden Fall sehr. Das mag ich aber. Also ich mag Fudgy, deswegen mal sehen. So. Okay, er ist nicht verbrannt, immerhin. Immerhin. Sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, weil der doch sehr trocken wirkte. Aber innen ist der sehr. Boah, der schmeckt besser, weich. Als er aussieht. Oh, wow. Das
Also ja, bin ich mal, was das ist von der Mary, das ist von mir. Mhm. Er ist nicht ganz so krass süß, aber ich mag das. Es ist nicht zu viel Mousse und er ist schön weich oben. Also, ui, das ist mein Geschmack, würde ich sagen. Also, finde ich richtig gut. Ja, aber ja, wir wollen nicht voreilig sein, wir müssen jetzt wechseln. Das Ding ist wieder süß, da könnte ich jetzt ein bisschen... Bei einer Person ein bisschen too much spielen. Aber schon, also geschmacklich, ja, Lukas, schon mal gut. Okay, tausch mir? Ja, bitte. Neutralisieren zwischendurch, Leute, gerne Bier oder Wasser. Nehmen wir das Wasser vorbildlich. Prost. So. Also das sieht nicht aus wie ein Pancake. Es riecht auch nicht wie ein Pancake. Die Joy-Schlacht hat zugeschlagen. Und es fühlt sich auch nicht an wie ein Pancake. Wie eine Schuhsohle, oder Kim? Ja. So. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich auch. Weil ich sehe Johanna wirklich gefühlt jeden Tag Pancake essen. Denke mir so, der muss krass sein, wenn die das jeden Tag isst. Boah, nee, sorry. Wo sie recht hat. Magst du nicht? Nee, der ist ja... Schmeckt dir den nicht? Okay. Nein, also, nein, muss schmecken, aber der ist sehr trocken. Was? Wo hast du probier mal. Okay. Also, der ist sehr trocken. Okay, okay. Im Vergleich, der hat eine weiche Mitte, aber das unten ist zu pappig. Das habe ich nicht so krass geschmeckt, muss ich sagen. Okay. Boah. Dann muss man auch. Also, ich finde den trockener. Er ist fluffig, der ist crunchy. Oh, bei Fudgy könnte ich richtig bei. Mhm. Boah, das ist schwer, weil die Bärenwahl hast du schon gut getroffen, Johanna. Ja, ja, die Bärenwahl ist besser. Ich denke, das ist zu viel. Mousse ist gleich. Also wegen der Konsistenz müssen wir jetzt nochmal sprechen. Mhm. Mhm. Wo hast du gemeint, das passt? Der Untergrund. Der ist wie beim Käsekuchen. Upsala. Käsekuchen ist geil. Ja. Aber das ist ein Pfannkuchen, kein Käsekuchen. Okay. Aber lecker. Es ging um Geschmack. Also meiner Meinung nach. Okay, ich muss den nochmal probieren. Okay. Du sagst, es schmeckt nach Pappe. Das ist jetzt sehr negativ. Ach, das lag ich. Von Anfang bis Ende weich. Verstehe ich nicht. Also ich mag Fudgy. Also, keine Ahnung, was mit dir los ist. Eigentlich, jetzt schreit es nach einem dritten objektiven Meinung. Tester. Okay, da gibt es ja noch jemanden. Da gibt es noch jemanden, weil es sieht nach einem 1:1 aus, oder? Das Ding ist, dass der hier nicht so intensiv nach der Vanille schmeckt und ich mag dieses Whey auch echt sehr gerne. Das fehlt mir hier schon und das Aussehen ist halt schon echt, hätte also, sich mehr Mühe geben. Es ist halt jetzt klarer, Zeit, Mary. Es ist jetzt klarer als bei dem Toothbrush-Bolz, dass Johanna gewonnen hat. Meiner Meinung nach. Finde ich nicht. Ich werde jetzt für den dritten Tester. Safe. Ich mache mal kurz Pause und dann kommt der dazwischen. Yes. So, also besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Katja hat sich doch bereit erklärt, mal kurz vor die Kamera zu springen, um eine Entscheidung zu treffen. So. Also optisch sagt mir der von Johanna auf jeden Fall viel mehr zu, weil das genau die Art und Weise ist, wie ich auch meine Pancakes mache. Also die Beeren gemischt und schön goldig und auch von beiden Seiten. Ne? Ich teste jetzt einfach mal. Oh, das ist nicht so gut. Doch, ist mega lecker, weil der noch schön fluffig ist. Und das Vanille merkt man, aber es ist nicht zu viel. Genau die richtige Süße. Hm. Ist nicht so süß. Ja. Und das ist genauso, wie der Tim auch gesagt hat, ein bisschen Käsekuchen. Also ich mag das nicht, wenn das so weich ist noch oben. Ich find's geil. Also es kann auch was, aber du würdest dich für dich entscheiden. Genau, okay. Ja, Lukas. Also, sorry, Lukas, ne? Meine Stimme reicht nicht aus. Sorry. Also, Joy Banana, Glückwunsch 2-0. Danke. Geht an dich. Also Leute, es war ja doch, sagen wir mal, fast ein bisschen knapp. Aber wir haben jetzt überlegt, wir probieren auch nochmal und geben selber unser faires, objektives, unsere faire, objektive Wertung ab. Also, bist du ready, Babe? I am ready. Okay. Also, aussehen tut er so, wie ich ihn liebe. Also bei der Optik, okay, da sind wir uns einig. Da habe ich ein bisschen eher ein Massaker angerichtet. Aber er schmeckt wirklich nicht so scheiße, wie er aussieht. Ist echt so. Boah. Aber wisst ihr was?
Das ist geil, weil dieses Vanille Whey und dann diese Beeren dazu. Dann noch dieser leichte Erdnussgeschmack von dem Erdnussmus. Boah. Also, gib mal deinen her. Porno. Und ist eben nicht zu trocken geworden. Das tauschen wir mal. Also ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht. Eigenlob, aber... Ich lobe mich auch selber, ich bin wirklich überrascht von meinem. Ich habe gedacht, dass er schlechter schmeckt. Also ich muss sagen, nachdem Mary ja gesagt hat, Fudgy, das mag ich ja auch. Okay. Mary, war nett von dir. Okay. Wow. Besser, wie ich gedacht hätte, muss ich zugeben. Aber jetzt kommt der springende Punkt bei mir. Wenn ich so ein Pancake esse, mag ich ihn schon recht süß. Also deiner ist süßer auf jeden Fall. Und der ist auch saftig. Also der ist saftiger, wie er aussieht. Mhm. Und es kommt halt noch hinzu, ich habe dreimal Beeren und das ist halt irgendwie geiler. Also ich liebe Beeren. Drauf. Ich habe gewonnen, oder? Nein. Okay. Leute, das ging auf jeden Fall ganz klar an mich. Lukas ist der Sieger der Herzen. Wir sind uns einig. 2-0 geht die erste Küchenschlacht an die Joanny Banani. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns ein Like da. Teilt das Video, abonniert unseren Kanal und wenn es euch gefallen hat, dann gibt es Part 2 der Küchenschlacht. Ganz genau und ganz wichtig, macht diese Rezepte nach und lasst uns wissen, wie ihr sie findet, weil es ist wirklich geil und schnell gemacht. Bis zum nächsten Video, vielen Dank fürs Zuschauen, ciao, ciao. Ciao, ciao.